Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vorgestern konnte der Petitionsbericht für das Jahr 2018 dem Landtagspräsidenten übergeben werden. Die Zahl der in diesem Zeitraum eingegangenen Petitionen ist erneut angestiegen und damit sichtbar der Bedarf der Bürger, mit ihren Problemen und Anliegen gehört zu werden. Immerhin 54 der 556 behandelten Petitionen konnte abgeholfen werden. Das zeigt, dass es sich für den Bürger lohnt, sich für sein Anliegen stark zu machen, weil es sich ein ihm zunächst verweigertes Recht nachträglich auf diesem Wege verschaffen kann, weil er sich das Recht verschaffen kann. Vor allem die 31 Sammel- und die 10 Mehrfachpetitionen machen deutlich, woran es im Freistaat hapert und wo den Bürgern der Schuh drückt. Im Jahreszeitraum 2018 waren das unter anderem eine Mehrfachpetition zur Ungleichbehandlung sächsischer Lehrer bei der Verbeamtung, zu der es insgesamt 88 zugeordnete Einzelpetitionen gab. Eine Sammelpetition zur Schulzukunft sächsischer Kinder mit fast 30.000 Unterzeichnern, vor allem aber die Sammelpetition zum sächsischen Wolfsproblem mit über 18.500 und zur Weidetierprämie mit sogar 120.000 Unterzeichnern. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Sammelpetition zum Erhalt einer denkmalgeschützten Brücke im Erzgebirge verweisen, für die sich die Berichterstatter mehrerer Fraktionen eingesetzt hatten. Ihr konnte leider nicht abgeholfen werden, da sich die Bürger erst spät organisierten und die umliegenden Gemeinden nicht mit ins Boot holen konnten. Eine Sammelpetition mit fast 2.500 Unterzeichnern und dem Ziel, Windkraftanlagen und Naturschutz in Einklang zu bringen, wird nun erst nach der Landtagswahl abgeschlossen werden. Wie auch in den letzten Jahren manifestiert sich hier der Bürgerwille gegen eine fortschreitende Verspargelung von Natur- und Kulturlandschaften durch Windkraftanlagenbau. Ich möchte zum Schluss noch an eine Petition im Berichtszeitraum erinnern, die den Lehrstuhlinhaber der juristischen Fakultät einer sächsischen Hochschule durch Rassismusvorwürfe verleumdete und somit den gegenwärtigen Zeitgeist vorbildlich wiedergab. Als Opfer der AfD und Mitglied des Petitionsausschusses war es mir eine Freude und Ehre, den sächsischen Bürgern ein Stück mehr Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Ich kann Sie nur dazu aufrufen, Ihre Grundrechte zu nutzen, denn dafür sind Sie da. Und auch ich möchte mich für die immer kollegiale Zusammenarbeit mit Frau Lauterbach sehr bedanken, sehr herzlich bedanken und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. Und ich bedanke mich auch bei den Kollegen im Petitionsausschuss für die Zusammenarbeit und natürlich insbesondere auch bei den Mitarbeitern des Petitionsdienstes. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.